Wir sind natürlich dann zu dem Zeitpunkt schon alle wirklich hoch konzentriert. Wir arbeiten monatelang oder jahrelang auf bestimmte Spiele hin. Man weiß, da draußen sind mindestens 7.000, 8.000, 9.000 Fans, die einen wieder anschreien werden. Natürlich ist es immer wieder schön, aus diesem Tunnel rauszukommen. Es ist einfach ein Spaß. Ja, es ist einfach ein geiles Gefühl. Das ist nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt, einfach da mal rauszugehen für 60 Minuten Eishockey zu spielen und dann ja, kann man wieder nach Hause gehen. Viel, viel Zeit im Kraftraum ist da mit dabei. Wir sind 5-mal die Woche auf dem Eis im Training, Stunde, 1,5 Stunden, aber dann ziehen wir das aber mit Vollgas durch. Man muss ständig an sich arbeiten im Kopf, man muss an sich selbst glauben, auch wenn es mal nicht läuft. Man versucht immer auf dem höchsten Level sich zu verbessern und das fängt im Training an, um das eben auch im Spiel dann umsetzen zu können. Wir haben eine tolle Halle, wir haben tolle Fans, die, egal ob es läuft oder nicht läuft, da, für uns da sind, uns anfeuern. Von daher ist der Rückhalt immer da. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Sportler in einer Sportmannschaft zu spielen, in einer Sportstadt zu spielen wie Hamburg. Wir haben eine Truppe, die sehr hart spielt, die mit Leidenschaft spielt, die mit unheimlich vielen Emotionen jedes Spiel sich präsentiert. Und ich glaube, das ist einmalig in der Liga. Wir legen als Friesers sehr großen Wert darauf, nahbar zu sein, anfassbar zu sein, authentisch zu sein, ehrlich zu sein, ehrlichen Sport zu bieten. Wir sind der Eishockey-Club hier auch im Norden. Der Norden sind wir nun mal und das wollen wir auch bleiben. Wir sind auf einem guten Weg. Ob es jetzt oben in der Geschäftsstelle, beim Sponsoren her oder bei uns in der Mannschaft, alle arbeiten zusammen. Jeder kennt jeden und das ist einfach das, was gut daran ist und was auch wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Als großes Ziel wollen wir irgendwann mal die Meisterschaft gewinnen.